vorderen Gäste schwerhörig und Sie hören es gut. Ja. So in der Mitte ist wahrscheinlich optimal. Danke. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich ehrlich beeindruckt, dass so viele Leute da sind und sich mit mir durch diese Reise frage, was hat die Digitalisierung für Auswirkungen auf Organisation und Mensch widmen wollen. Und ich hoffe, Sie haben es angekündigt, Sie dürfen mich auch von ganz hinten unterbrechen und fragen, das verstehe ich nicht oder glaube ich nicht. Also bitte diskutieren Sie gerne und unterbrechen Sie mich in meinem Redefluss. Ich habe vorhin schon gesagt, ich mache das wirklich besonders gerne. Weniger, weil ich so in Österreich würde man sagen, eine Rampensau bin, sondern mehr, weil ich für dieses Thema brenne. Warum brenne ich für das Thema? Wir waren so, Sie haben, danke für meine Lebensgeschichte, wir sind ja so als Personal- und Organisationsentwickler so ein bisschen eine Randerscheinung im Consulting. Wir können sagen, als eine Minderheit. Und wir haben durch das Thema Digitalisierung plötzlich so viele spannende Themen bekommen. Also meine letzten 5 Jahre waren die spannendsten Berufsjahre von 2021, die ich hinter mir habe, weil wir uns in diesem Themenfeld sehr wohlfühlen und da Themen auf den Tisch kommen, die aus unserer Sicht sehr interessant sind. Aber warum, würde ich Ihnen gerne ein bisschen erklären. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, fallen uns immer sofort diese Dinge ein. Ja? Das ist, ich weiß nicht, ob Sie kennen, der First Digital Citizen, Sophia, hier in einem Interview mit Tech Insider vom Business Insider. Die führen da im Hintergrund ein Gespräch, ich erspare Ihnen die Inhalte, können Sie auf YouTube nachschauen. Die führen ein Interview, ganz normal, Sophia antwortet, googelt, während sie spricht, die Themen, die in dem Interview fallen und kann in der nächsten Antwort bereits intelligente Antworten nachreichen. Das ist für manche Leute mitunter ein bisschen bedrohlich, andere finden das lustig. Sophia war auch zu Gast in Alpbach, man konnte sie dort auf einer Konferenz besuchen und mit ihr ein bisschen reden. Andere Themen, die uns bei Digitalisierung und Automatisierung immer einfallen, ist das Thema Robotik, wobei dann die meisten sich solche etwas bedrohlich wirkenden Geräte wie dieser Zustellroboter von Boston Dynamics vorstellen. Mit Robotics meinen wir in aller Regel eigentlich eher was anderes, nämlich die Fähigkeit in der Digitalisierung, die Fähigkeit, dass Maschinen Muster erkennen können, die Menschen bis dato ausgeübt haben und diese Muster wiederholen können. Das findet dann eher weniger in dieser haptischen Geschichte Anwendung, sondern in vielen anderen Technologien. Diese Folie können Sie von hinten gar nicht sehen, es macht auch nichts, die Hälfte würden Sie auch gar nicht verstehen, selbst wenn Sie es lesen könnten. Das ist die Gartner Technology Hype Cycle 2018 und das ist eigentlich der Kern, wenn man von Digitalisierung spricht, ist das, glaube ich, eine Folie, die das sehr gut erklärt, auch wenn man sie kaum verstehen kann. Auf dieser Kurve hier sehen Sie viele Punkte, daneben stehen ganz viele Technologien und diese Technologien sind sogenannte Blockbuster-Technologien, also Technologien, die unser tägliches Leben massiv beeinflussen werden. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie so eine Technologie heute früh schon berührt haben, die vor 10 Jahren als Blockbuster-Technologie auf den Markt gekommen ist. Muss mal schauen, Oliver hat eine solche Technologie in der Hand. Das ist ein Smartphone, vor 10 Jahren in den Markt gekommen, heute undenkbar, dass wir eine halbe Stunde ohne unser Lieblingsdevice verbringen. Diese Perlenkette hier sind lauter solche Blockbuster-Technologien. Jetzt vielleicht nicht alle kommen beim Konsumenten an, also vielleicht die lustigen werden Augmented Reality. Es gibt aber auch ein paar andere Blockbuster-Technologien, die sich vor allen Dingen mit Rechenleistung, mit Verbindungsgeschwindigkeiten beschäftigen. Und so eine ganz kleine, muss ich mal schauen, wo ich die finde, das Deep Learning findet sich hier oben, hebt nämlich die Artificial Intelligence, die wir vorhin bei Sophia gesehen haben, auf ein ganz anderes Niveau, weil Deep Learning bedeutet, ich lerne nicht nur in dieser Mustererkennung, sondern ich lerne auch wesentlich tiefer. Die Kollegen von IBM und Oracle können das sicher besser erklären, also wenn Sie da Fragen haben, dann verweise ich die hier vorne. Bedeutet aber, dass sozusagen die Fähigkeit von Artificial Intelligence sich auf ein ganz anderes Niveau erhebt. Wir haben da ganz andere, recht lustige Technologien. Eine, auf die ich mich sehr freue, ist der Personal Virtual Assistant, also die Alexa fürs Büro, mit der ich dann sagen kann, du schreib mal
ein E-Mail an die amerikanische Handelskammer, komme ein paar Minuten zu spät. Oder was ich auch schätzen würde, wäre Brain-Computer Interface, also die Möglichkeit, meine Hirnwellen auszulesen, in meinen Computer hinein zu geben und den damit zu steuern. Also es gibt eine ganze Menge. Ich persönlich bin ein Riesenfan von autonomen Fahren, wobei ich hier übrigens mit der Gartner Group nicht ganz einer Meinung bin, weil autonomes Fahren Level 4 ist in Amerika mit der Firma Tesla bereits möglich. Die Europäer warten aus rechtlichen Gründen noch auf den Software-Download und dann fahren wir auch schon auf Level 4. Level 4 autonomes Fahren bedeutet, Sie steigen ins Auto, aktivieren die Navigation und das Auto biegt selbstständig ab, bleibt bei Ampeln stehen und so weiter. In Amerika, Software-Version 9, sind Tesla-Fahrer hier. Die wüssten sofort, was ich meine. Das ist Version 9, Europa wartet darauf und das ist bereits autonomes Fahren Level 4. Level 5 würde zum Beispiel bedeuten, dass das Auto vollkommen selbstständig fahren kann. Das ist noch rechtlich ein großes Problem, weil wer trägt dann die Verantwortung? Ich hoffe sehr darauf, meine Tochter ist noch nicht im ausgehfähigen Alter, ich hoffe dann sehr darauf, wenn sie ins ausgehfähige Alter kommt, dass ich dann mein Auto des Nächtens schicken kann, um sie von der Disco abzuholen. Aber das wird vermutlich noch dauern. Also hier markiert mit einer Technologie, die in etwa in 10 Jahren da ist. Meine Tochter ist 6, also ich bin sehr optimistisch. Entschuldigen Sie, könnten Sie nur kurz erklären, was die vertikale Achse ist? Was heißt Expectations? Ja, entschuldigen Sie natürlich. Die Perlenkette muss man ein bisschen erklären. Im Prinzip kann man das vereinfacht so lesen. Das hier ist die Pipeline an Technologien, die in den nächsten Jahren, die Farbe der Punkte sagt, in wie vielen Jahren, also das geht von 2 bis 10 Jahre, welche Technologien, welche Blockbuster-Technologien in der Pipeline sind und wann sie zu uns sozusagen in den Markt kommen. Danke. Ich habe aus Zeitgründen, danke für die Zwischenfrage, ich habe aus Zeitgründen nicht den Technology Hype Cycle von 2007 mitgebracht, weil man ja natürlich bei diesen Zukunftsvorhersagen sagt, naja, wird das passieren? Das kommt doch alles nicht. Das Farbfernsehen hat auch so lange gedauert. Ich habe mir den Technology Hype Cycle 2007 angeschaut. Nahezu alle Technologien, die dort aufgeschrieben waren, sind auch tatsächlich in unser Leben eingetreten. Das heißt, ich glaube, hier die Vorhersagekraft ist relativ groß. Womit wir uns aber beschäftigen, ist ja die Frage, welche Auswirkungen hat das? Gibt es eine sehr berühmte Studie, die 2016 gekommen ist. Ich nehme an, ein paar von Ihnen werden die schon mal gesehen haben. Die stammt von der Universität Oxford und hat sich mit dem amerikanischen Arbeitsmarkt beschäftigt. Nachdem ich ja hier bei der amerikanischen Handelskammer zu Gast bin, passt das ja wunderbar. Grafik ist ein bisschen kompliziert zu lesen, aber einfach in der Aussage. Das ist für Millionen Menschen im amerikanischen Arbeitsmarkt. Die farblichen Layer, können Sie hinten, glaube ich, noch sehen, sind die verschiedenen Jobarten, also welche Jobgruppen. Und hier unten auf der Achse geht es um die Wahrscheinlichkeit, dass die Digitalisierung diesen Arbeitsplatz zu 100% verändern wird. Zu 100% verändern, haben dann vereinfacht Medien gesagt, die werden ihren Job verlieren. Das würde ich so nicht sagen, oder beziehungsweise schlicht und ergreifend geht es nicht. Warum? Die Geschichte liest sich folgendermaßen: mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% bis 100%, also sehr hoch, sagen die beiden Forscher der Oxford University, Mr. Osborne und Mr. Frey, dass 47% der Arbeitskräfte im amerikanischen Arbeitsmarkt zu 100% ihren Job verändern werden. Oder, wenn man es jetzt verkürzt sagen will, die werden ihren Job verlieren, ihre Position verlieren. Wenn Sie sich das in der üblichen Manier vorstellen, wie Unternehmen bis dato mit solchen Veränderungen vorgegangen sind, würde das bedeuten, dass man 47% der Mitarbeiter in den Arbeitsmarkt schickt und sich junge, qualifizierte oder nicht qualifizierte Mitarbeiter holt, die dann die neuen Jobs übernehmen, die dann auf der anderen Seite entstehen. Ich glaube, ich muss in Österreich nicht sagen, dass wir uns das nicht leisten können. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir 47% der Arbeitskräfte in Österreich, übrigens der Zeithorizont habe ich ganz vergessen, 2030, also in 12 Jahren. Also wenn wir 47% der Arbeitskräfte in den nächsten 12 Jahren über den Arbeitsmarkt austauschen,
können wir, also hier sitzen ja eher die besser verdienen, also wir können da mit einer höheren Steuerquote rechnen. Folglicherweise kommt hier auf die Unternehmen aus meiner Sicht eine ganz andere Herausforderung zu, nämlich den internen Arbeitsmarkt wesentlich stärker zu bespielen, als das bis heute stattfindet. Wir können es uns schlicht und ergreifend nicht mehr leisten, zu sagen, entschuldigen Sie, wenn ich Sie jetzt herausgreife, er ist 50, gerade geworden, nehme ich an. 54. Eben gerade geworden. Geht mal in Pension. Der geht, genau, danke für die Rede, mal in Pension. Das werden wir uns nicht leisten können. Wir werden uns nicht leisten, und der lernt das nicht mehr. Das werden wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten können. Wir können diese Studie quasi, weil die Struktur nicht so unähnlich ist, können wir Copy-Paste auf Europa umlegen. Es hat sich an der EU ein Assistent das ein bisschen genauer angeschaut und gesagt, ja, in Europa werden die Einflüsse, zumindest in Westeuropa werden die Einflüsse nicht so stark sein, weil wir weniger low-skilled people haben. Das heißt, der rechnet Daumen mal Pi mit ca. 40% der Arbeitskräfte in Europa. Auch 40% macht die Geschichte nicht besser. Das heißt, auf die Unternehmen kommt eine völlig neue Kompetenz zu, internen Arbeitsmarkt betreiben, requalifizieren, ältere Arbeitskräfte im Arbeitsprozess behalten, alles andere wäre grobfalls. Ehrliche Anamnese, ohne über irgendjemanden despektierlich sprechen zu wollen, wenn ich so in meine Richtung meiner Kunden schaue, ich glaube, das kann noch niemand. Also ich kenne kein Unternehmen, das das wirklich in diesen Mengen heute schaffen könnte. Wird eine Problematik sein. Und das bringt mich eigentlich zum Kern der Frage, warum reden wir bei Digitalisierung, außer dass es so ein bisschen bedrohlich klingt, dass da Roboter uns physisch oder geistig ersetzen könnten, warum reden wir bei der Digitalisierung eigentlich so viel? Natürlich freuen sich Berater, wenn sie ein gutes Thema haben, aber ich glaube, die Digitalisierung löst in Summe so viele Veränderungen aus, sei es in den Geschäftsmodellen, das Stichwort disruptive Geschäftsmodelle, also Sie haben schon gehört, ich bin bekennender Tesla-Ratti, wenn ich mir anschaue, wie ein kleines, verhältnismäßig kleines Automobilunternehmen der restlichen, doch recht starken, ich sag fossilen Automobilindustrie die Hölle heiß macht und ordentlich ins Schwitzen bringt, dann zeigt das, welche Kraft neue Businessmodelle haben. Weil was zum Beispiel niemand so richtig verstanden hat von den etwas traditionelleren Autoherstellern, die natürlich auch schon ganz tolle Elektroautos bauen, sie haben kein eigenes Tankstellennetz. Sie verdienen nicht am Fahren. Während hingegen Tesla von Beginn an ein eigenes Tankstellennetz gebaut hat und somit die Wertschöpfung beim Autokaufen deutlich verlängert hat, weil sie auch während dem Fahren verdienen, weil sie den Strom verkaufen. Geschäftsmodelle wie Uber, Airbnb und so weiter, oder vor allen Dingen, weil wir ja hier ein neues Mitglied haben aus der Finanzbranche, ganzen Fintechs, die den Banken ganz ordentlich Kopfschmerzen bereiten werden, vor allen Dingen, zeigen, dass wir massive Veränderungen vor uns haben. Warum ist das disruptiv auf einmal so stark im Markt? Ja, ein Teil ist die Technologisierung. Der zweite Teil ist ein europäisches Phänomen, ist die zunehmende Liberalisierung von bestimmten Themenbereichen, also sind Banker im Raum. Die kennen das Wort PSD2, das ist eine Richtlinie der Europäischen Union, dass die Zahlungsverkehrssysteme aufgemacht werden müssen für Fintechs. Ist für Banken ein bisschen problematisch, weil sie ihre Kernkompetenz, ihre heutigen Kernkompetenz, beraubt werden könnten. Und diese Businessmodelle machen nahezu allen Unternehmen deswegen Stress, weil wir heute dank Logistik und Internet in einer sehr kleinen Welt leben. Das heißt, wenn ich hier in Wien eine gute Idee habe und diese Idee ist skalierbar, wie das so schön heißt in der Startup-Branche, dann ist sie vielleicht übermorgen in Amerika. Und vielleicht sitzt in Amerika gerade ein Unternehmen, dem Sie mit Ihrer guten Idee ordentlich Kopfschmerzen machen. Und auf einmal sind wir in dieser Global Village angekommen, von der Club of Rome ja schon vor 15 Jahren gesprochen hat. Und ich glaube persönlich, jetzt kommt das so richtig an und für diejenigen, die sich gerade Sorgen machen um ihr Geschäft, ich fürchte, wir sind im unteren Teil der Kurve. Ich glaube, das wird noch enorm an Geschwindigkeit zunehmen, weil es schlicht und ergreifend wirtschaftlich sinnvoll ist, dass das so passiert.
Disruptive Businessmodelle bringen traditionelle Unternehmen gewaltig unter Druck. Bedeutet, das hat einen Einfluss auf die Art zu führen. Was glauben Sie, was beobachte ich als Berater, wenn ein traditionelles Unternehmen durch ein disruptives Businessmodell unter Druck gerät? Was macht dieses Unternehmen? Ich gebe Ihnen zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ein Schritt nach vorne, starkes Investment in Innovation und ein bisschen Agilisieren der Organisation. Oder Antwort B, Züge kürzer nehmen, Druck auf die Mannschaft machen, Profitabilität steigern. Gefühl? Oder was zu suggestiv? Ja, passt gar nicht. Sie sehen, ein völlig natürlicher Angstreflex. Wenn ich Angst habe, versuche ich Kontrolle zu gewinnen. Wenn ich Kontrolle gewinnen bin, muss ich als Führungskraft die Zügel kürzer nehmen. Das Gegenteil wäre richtig, ist aber ein sehr, sehr schwerer Schritt. Daher beschäftigt sich unsere Profession sehr stark mit der Frage, wie kriegen wir Leadership und wie kriegen wir Organisation zukunftsfähig. Also ich habe das jetzt schon mal scherzhaft in einem anderen Vortrag genannt, die meisten Unternehmen leiden an Disagilität. Ja? Eine schwere Krankheit, chronisch meistens. Und wenn der Krankheitsverlauf ein bisschen ungünstig ist, also wenn die Fieberkurve weit oben ist, ist das Problem, es gibt keine Fieberobergrenze. Wir haben eine ganz massive Auswirkung in der Organisation. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie heute, wie Sie heute Management bewerten, darf ich Ihnen ein bisschen eine scherzhafte Folie zeigen. Wenn Sie die Qualität von Management in den vergangenen Jahren, wir haben gerade über Quartals- und Halbjahresergebnisse geblödelt, wenn Sie die Qualität von Management war bis dato die Vorhersehbarkeit und die Planungsqualität. Das wirkt sich in vielen Systemen in Unternehmen aus. Fast jedes Unternehmen hat ein Management by Objectives, System. Das heißt, wir fixieren am Anfang des Jahres die Ziele für die einzelnen Mitarbeiter, was sie erreichen sollen. Und dann haben wir Brexit, dann haben wir irgendwelche Trumpschen Eruptionen, die wir nicht vorhersehen könnten. Francis Underwood ist ein Insiderwitz, weiß nicht, wer ihn kennt, berühmte Netflix-Serie. Die Frage ist, die wir uns da stellen müssen, ich will das gar nicht kommentieren politisch, ja? Die Frage, die wir uns stellen müssen, wie weit können wir denn überhaupt noch planen? Wie weit ist denn eine Jahresplanung überhaupt noch seriös? Aber an der Jahresplanung hängen Produktionsziele, hängen Einkaufsziele und, und. Und die Qualität unserer Manager beurteilen wir, wie genau sie diese Ziele und diese Planungen einhalten. Dass das ein bisschen widersprüchlich ist, ist klar. Und das hat einige Auswirkungen. Entschuldigung, ich möchte mal kurz einmal zurück. In einer klassischen hierarchischen Organisation braucht, wenn Sie von einem großen Unternehmen reden, sagen wir mal ein paar tausend Mitarbeiter, brauchen Marktinformationen, bis sie ins Top-Management kommen, ewig lang. Der Mitbewerb ist möglicherweise ein neues Unternehmen, das wesentlich agiler aufgestellt ist, wesentlich kleiner und beweglicher ist und kommt sehr schnell mit den Informationen ins Top-Management. Ich möchte Ihnen ein amerikanisches Unternehmen, weil ich ja hier bei der AmCham bin, vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, es heißt Spotify. Spotify bietet Musikstreaming-Dienste an. Und der Spotify-CEO hat eine der interessantesten, hochagilen Organisationen geschaffen. Im Prinzip arbeitet das gesamte Unternehmen nur noch in sehr dynamischen Teams, die in der Besetzung variieren können. Es gibt sogenannte Chapter, Manager, die sich um Themenbereiche kümmern. Es gibt auch sowas wie People Manager, die eher der Funktion von Human Resources ähneln. Und diese eher bunte Haufen führt dieses doch mittlerweile sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen Spotify, das glücklicherweise mit Tesla zusammenarbeitet. Und bei Spotify haben sie eigentlich keine echte Hierarchie. Der Chef von Spotify hat einmal gesagt, wer bin ich, dass ich glaube, besser als meine Mitarbeiter entscheiden zu können. Und da sind wir bei einem Kern der Problematik der Hierarchie.
Die Hierarchie ist natürlich in unserer, sagen wir mal, sozialen Ordnung etwas Normales. Also einer ist oben, der andere ist unten, mit dem können wir schon leben, die Jungen immer schlechter. Aber die Hierarchie als Managementform hat noch einen ganz anderen Aspekt. Frederick Taylor, der damals Henry Ford bei der Entwicklung der Fließbandproduktion beraten hat, hat darüber sogar ein Buch geschrieben. Er hat nämlich eigentlich den Begriff des Managements überhaupt definiert. Und er hat gesagt, Management heißt im Grundprinzip das Trennen von Denken und Handeln. Und das ist völlig logisch. Der Frederick Taylor hat sich das bei den Schlachthöfen, ich glaube von Chicago, hat er sich das angeschaut, wenn die Schweinehälften reinkommen. Da gab es Hilfsarbeiter, die von einem Metzger angeleitet worden ist, wie sie die Keulen rausschneiden, wie sie das halbe Schwein zerlegen. Also der durfte nicht denken, der musste nur präzise diesen einen Handgriff machen, den ihm der Metzger beigebracht hat. Und dadurch haben sie die Produktion beschleunigt. Das Prinzip Trennen von Denken und Handeln bedeutet also, dass wir glauben, dass der, der oben sitzt, mehr weiß als der, der unten sitzt und auch mehr entscheiden darf. Ohne dass Sie sich jetzt angesprochen fühlen, aber überlegen Sie mal ganz kurz, wie sinnvoll ist es eigentlich, dass wir einem Mitarbeiter 5.000 Euro im Monat zahlen und ihn aber nicht über dieselbe Summe entscheiden lassen. Also wir glauben, dass er es privat besser kann als in der Firma. In den meisten Unternehmen sind mittlere Managementstrukturen erlaubt, vielleicht 150 oder 200 Euro frei zu entscheiden. Und der Rest in ganz strengen Policies. Das passt nicht zu einer neuen Welt. Das akzeptieren auch die Jungen immer. Die Jungen wollen nämlich anders arbeiten. Sie wollen flexible Arbeitszeiten haben. Die arbeiten vielleicht gerne in dynamischen oder in virtuellen Teams. Die sehen diesen Arbeitsplatz mit Blümchen und Postkarten aus dem Urlaub nicht mehr so unbedingt als notwendig an. Wollen vielleicht auch viel abwechslungsreicher arbeiten, nämlich das, was ich wirklich gut kann machen und nicht das, was ich machen muss. Fluides Arbeiten, also mal hier, mal da. Ja? Viel mehr Passion. Und wie ich das am Anfang, so vor 7 Jahren, mich mit dem Thema beschäftigt habe, immer gedacht, was solche Deppen, also die Jungen, das ist ja, kann ja nicht sein. Ja? Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir einen schlechten Deal gemacht. Weil wir haben den Deal gemacht, du musst heute als Junger schwer arbeiten, damit du es morgen gut hast. Das ist genau genommen so ein bisschen eine evangelische oder protestantische Logik, du musst dich heute quälen, damit das Glück im Morgen liegt. Und das ist nicht gescheit. Warum sollen wir denn das tun? Die Jungen haben ja viel mehr verstanden, dass die Zukunft, kann ich wieder zurückgehen, gar nicht so vorhersehbar ist. Und daher sagen sie mit Fug und Recht, ich will es jetzt lustig haben. Ich will jetzt meine Fähigkeiten ausnutzen. Und nicht morgen, wenn ich dann mal darf. Wenn mein Chef alt genug ist, ja, ein bisschen über 50, ja, da kann man schon in den Startlöchern. Das machen die, und ich verstehe es. Also ich habe ein bisschen gebraucht, ich gebe es zu, aber ich verstehe es. Warum soll ich denn nicht heute passionate arbeiten wollen? Darum sind Startups 100-mal sexier als jedes Großunternehmen. Wenn man sich das so als Bild, ich hoffe, ich habe Sie noch nicht zu irritiert, das wird vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle irritieren, dann. Aber wenn Sie sich das als Bild so vorstellen, dann ist ja sonnenklar, dass alles, was wir zum Thema Führung bis dato gehört haben und alles, was wir zum Thema Organisation gehört haben, ist mittelfristig Müll. Mittelfristig werden wir uns von diesen Gesetzmäßigkeiten verabschieden. Und ich habe Ihnen schon ein kleines Detail genannt. Also Management by Objectives, ein Kerninstrument von Führen mit Zahlen und Kontrolle. Ich gebe dem noch 5 Jahre, dann werden wir es abdrehen. Also wir werden andere Systeme erfinden müssen. Aber in der Logik, wie wir es heute machen, werden wir es in 5 Jahren nicht mehr machen können. Vielleicht hilft Ihnen auch ein Bild, wenn Sie so jetzt gerade über... das heißt Blue Ocean, Red Ocean. Kennen Sie das? Schon mal gehört? Also so vereinfacht gesagt, Sie können als Unternehmen in einem sehr kompetitiven Markt sein, mit sehr vielen Haien, und die fangen sich irgendwann an, alle aufzufressen, und dann wird das Wasser rot.
Und es gibt Unternehmen, die sind in einem weiten Ozean, einem blauen Ozean, weil wenig Fische drinnen sind. Und da geht es darum, wie kann ich möglichst schnell diesen Ozean erobern. Es ist ja, glaube ich, eine sehr entscheidende Frage, ob Ihr Unternehmen in einem roten oder in einem blauen Ozean ist. Und wenn ich in einem roten Ozean bin, muss ich Kostenführerschaft machen. Das ist kein lustiges Spiel, aber man kann es gewinnen. Wenn ich im blauen Ozean bin, muss ich Innovationsführer sein. Für die meisten Unternehmen ist das aber nicht so einfach, weil sie sagen, naja, ich habe blaue Bereiche und ich habe rote Bereiche. Und da hat uns Professor Kotter von der Harvard University geholfen, der gesagt hat, das macht nichts. Wir können auch im selben Unternehmen verschiedene Betriebssysteme fahren. Und ein gutes Beispiel hier in Österreich ist die Erste Bank, die ihr traditionelles Geschäft, sagen wir mal, eher Red Ocean betreiben muss, weil es sehr kompetitiv ist. Und die moderneren Teile, eins davon wäre George, in eine Blue Ocean Organisation unterbringt. Und ich würde sogar noch eins draufsetzen auf den Professor Kotter. Ich würde sagen, wir werden wahrscheinlich Unternehmen mit multiplen Betriebssystemen haben. Solange es eine Buchhaltung gibt, und ich würde der Buchhaltung vielleicht noch 5 Jahre geben, solange es, tut mir leid, ich hoffe, Sie haben keine Kinder in der Ausbildung in der Buchhaltung, das wird nicht, also falsche Entscheidung. Zahnarzt, aber die, wenn Sie eine Buchhaltung haben, dann werden Sie die Red Ocean betreiben, weil im Prinzip geht es immer darum, ist das Auslagern billiger oder der Selbstbetrieb. Das heißt, das muss der Buchhaltung sozusagen heute schon können. Und in der Zukunft, und deswegen werden Sie das Spiel nicht gewinnen, rennt das halt gegen einen Roboter. Und der Roboter macht Psst und hat die Arbeit von 5 Leuten gemacht. Aber Sie werden in Ihrem Unternehmen Bereiche haben, die Sie aus traditionellen Gründen, die Sie aus Geschäftsgründen im Red Ocean Modus betreiben müssen. Das heißt eher hierarchisch, eher top-down geprägt, alles klar, so wie man es bisher gemacht hat. Da haben wir alle Instrumente. Und dann wird es viele Bereiche im Unternehmen geben, die sich eher in Richtung Blue Ocean bewegen. Und diese Bereiche, die müssen Sie agilisieren, die müssen Sie lassen. Dort kriegen Sie auch die Leute, die etwas selbstbestimmter arbeiten wollen. Und das Interessante ist, dort verschwindet möglicherweise der Begriff und das, was wir als Führung verstehen. Und da brauchen wir irgendwas anderes, weil wir können ja die Leute nicht einfach durchs Unternehmen laufen lassen und jeder macht das, was er will. Ich würde gerne heute die Wand streichen. Das macht keinen Sinn. Das heißt, wir müssen irgendeine Form eines gesteuerten Unternehmertums noch möglich halten. Und in dieser ganzen Agilisierungsdiskussion, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, kommen einige religiöse Begriffe auf den Markt, Holokratie, Soziokratie und. Ich glaube, man kann es wesentlich pragmatischer sehen. Man muss sich einfach nur Gedanken machen, was hält uns denn heute von einer Agilisierung von Unternehmensbereichen ab? Was sind die Pain Points? Ich habe das neulich mit einem Kunden gemacht, wir haben das Management-Team, also der Größe wie hier, darauf gefragt, schaut mal einfach die Pain Points auf, die euch davon abhalten, flexibel auf den Kunden zu reagieren, flexibel auf Marktsituationen zu reagieren, sich schnell mit innovativen Ideen an neue Gegebenheiten anzupassen. Ich habe die Zahlen immer geguckt, ich glaube, es waren 6 oder 8 Flipcharts und es war jedes Flipchart mit 3, 4 Seiten gefüllt. Und das waren keine schwierigen Sachen. Eben zum Beispiel Entscheidungspouvoir. Wenn ich heute ein SAP-getriebenes Unternehmen habe und es gibt einen vordefinierten Entscheidungspfad für eine 155-Euro-Entscheidung, und der geht über 3 Hierarchiestufen. Ja. Also nichts gegen Standardsoftware, das würde ich mir niemals erlauben. Aber ich glaube, wir müssen das umdrehen. Es ist völlig verständlich in der Vergangenheit, dass die Standardsoftware sehr stark unseren Businessprozess bestimmt hat. Wir müssen das wieder umdrehen. Die Standardsoftware muss den Businessprozess unterstützen. Da sind wir, würde ich sagen, in einer neuen Bewegung. Das heißt, was ich Ihnen im Kern sagen will, ist, wenn sich die Geschäftsideen verändern, verändert sich die Art, wie wir arbeiten, dann treffen 2 Bedürfnisse aufeinander, nämlich einmal neues Geschäft und einmal die neue Generation, die anders arbeiten will. Und das heißt neues Leadership und das heißt auch neue Organisation. Und wer sich denkt, naja, die paar Jungen, das sind ja nicht so viele, ne? 2025 sind das 75% der Arbeitspopulation. Das heißt, das ist eine relevante Größe. Also 5 vielleicht kurz zusammengefasste Thesen, die Sie wahrscheinlich nicht gerne hören werden. Die Planbarkeit des Geschäftes nimmt weiter ab.
Die meisten Organisationen haben noch keine Antwort gefunden auf die Bewältigung von Komplexität. Im Gegenteil, die Universität Stanford hat eine wunderbare Studie gemacht und hat gesagt, wie reagieren die meisten Unternehmen auf externe Komplexität, das heißt also steigende Kompliziertheit und Unvorhersehbarkeit. Und die Universität Stanford hat festgestellt, es ist eine Exponentialkurve, das heißt, wir reagieren in den Unternehmen exponentiell kompliziert zu der externen steigenden Komplexität. Deswegen, Berater-Buzzword, brauchen wir Agilität in den Unternehmen. Nicht einfach. Die jungen Mitarbeiter sehen sich als Individuum, Fraunhofer-Studie, Individualisierung, Megatrend des 21. Jahrhunderts. Die schnellen Entwicklungen lösen Kontrollverlustängste bei den Managern aus, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht die kurzen Zügel. Und das sind mündig die wenig Engagierten. Und alles, was wir zum Thema Führung, also unser heutiges Fundament von Management, was wir da glauben, können wir getrost werfen. Ich will das Buch meines Mitbewerbers nicht zitieren, aber es klingt so ähnlich wie Führen, Leisten, Leben. Das war, also wie ich in der Beratung angefangen habe, Oliver, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber das war die Bibel der Führung, ja, also deutschsprachige Bibel der Führung. Redmond Walling, jetzt habe ich ihn doch genannt. Ist ja schon mit dazu. Das können Sie streichen. Das wird, lesen Sie das Buch mit Reflexion durch, das können Sie streichen. Da steht, also ist nicht falsch, was da drin steht, ist auch alles logisch, aber es, die Fundamente dafür sind weg. Weil Führen auch keine Technologie mehr ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich kann mich so sehr gut erinnern, so vor 15, 20 Jahren, wie Manager so an der Bar nach einem Seminar gesagt haben, du, die Meier, die musst du ein bisschen besser managen, ne? Die funktioniert nicht mehr. Das war damals noch ein sozial akzeptierter Satz, heute vielleicht nicht mehr. Aber wenn Sie so ein bisschen bei der Führung schauen, wie viele mechanistische Anteile wir in der Führung heute sehen, wie viel systemlastig ist und wie umgekehrt individualisiert sich unsere Arbeitspopulation dann, dann ist klar, dass diese Werkzeuge nicht auf die richtige Zielgruppe passen. Lassen Sie mich das in einem Punkt verdeutlichen. Wir kommen, managementgetrieben, denken Sie an meine Schlachthöfe, wir kommen aus einer transaktional geprägten Welt. Transaktional geprägt heißt Prozess, Prozess, Prozess und ich manage optimiert diesen Prozess. Da brauchen wir, ist ganz klar, gibt es eine Zielgestaltung, einen exakten Plan, Sie machen eine Zielvereinbarung, Sie definieren Meilensteine, machen Abstimmungsroutinen, kontrollieren, brauchen starkes Management. Wenn Sie transformativ denken, und wir sind mitten in einer Riesentransformation, brauchen Sie eine ganz andere Skizze. Wir reden plötzlich statt Ziel von Vision und Inspiration. Da kriegt jeder Betriebswirt ein leicht flaues Magen. Einen flauen Magen, oder? Plötzlich, wir verlieren durch die Enthierarchisierung, verlieren wir formelle Kommunikationsstruktur. Das heißt, wir brauchen viel mehr informelle Kommunikation. Ich bin neulich auf einem Personalentwicklerkongress gestanden, habe etwas irritierend festgestellt, dass die noch keinen Plan haben, wie man informelles Networking betreiben kann. Weil heute verstehen die meisten Personalentwickler, Entschuldigung, falls welche anwesend sind, Networking als wir schütten Freibier aus. Das ist es nicht. Ne? Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter auf einem informellen Weg in dieser agilisierten Welt eine neue Form der Kommunikation finden, die ist entformalisiert, ist enthierarchisiert. Das ist ziemlich schwierig. Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter in diesen Teams tatsächlich was machen können, dass sie befähigt werden. Weil, wenn Sie zu überlegen, was hindert Mitarbeiter daran, wirksam zu werden, dann ist es vielleicht zu einem Viertel das Können. Zu einem anderen Viertel vielleicht das Wollen. Aber die Hälfte ist das Dürfen. Das heißt, wir müssen Selbstverantwortung im Unternehmen pushen, sonst schaffen wir diese Dynamisierung nicht. Wir brauchen damit viel mehr Vertrauen und das ist das Gegenteil von zügig kurz. Und daher brauchen wir in Summe starkes Leadership. Und das ist keine einfache Frage, weil, kurze, wie viel Zeit habe ich noch? Viertelstunde, ne? Nicht mehr, Ende? Ja, ich muss schnell. Ich verliere immer das Zeitgefühl bei diesem Vortrag. Sie merken, ich brenne für das Thema. Ganz kurz. Organisation der Zukunft räumt mit sehr, sehr vielen Strukturen auf, die wir in der Vergangenheit gekannt haben. Ob das jetzt klassischer Strategiebericht ist,
ob das Berichtslinien, Rollenbilder, Teamzusammensetzung, Denkweise, Handlung und so weiter ist. Alles, was wir so bis dato sozusagen als Sicherheit oder als Komfortzone des Managements gesehen haben, brechen wir da auf. Das heißt nicht, dass wir es abschaffen, aber wir müssen es massiv verändern. Jetzt kommt der glückliche Moment für Betriebswirte, habe ich von McKinsey ausgeliehen. Sie finden noch immer die Begriffe Strategie, Struktur, Prozess, Mensch, Technologie. Gott sei Dank. Technologie ist jetzt leider ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Tut mir leid, bitte. Distretter. Ich finde, es ist ganz spannend. Entschuldigung. Ganz spannend. Kanban-Prozess, ja. Also Sie finden alles wieder. Also jetzt kommen wir in die Beruhigungsphase. Sie finden also alle Elemente, die Sie kennen, wieder. Nur, wenn Sie ins Detail schauen, heißt bei der Struktur flache Strukturen, dynamische Verantwortlichkeiten, die aber dann dafür klar in dem Moment und. Ich erspare Ihnen auch aus Zeitgründen die Details. Worauf ich hinaus will ist, wir verstehen heute Leadership sehr stark managementbezogen, trennen Sie das mal. Management ist sachbezogene Einflussnahme. Leadership ist personenbezogene Einflussnahme. So weit, so gut. Aber wenn wir keine Hierarchie mehr haben, ist Leadership etwas ganz anderes. Leadership bedeutet, dass der Einzelne in der Organisation, jeder Mitarbeiter im Idealfall, die Fähigkeit hat, selbst Verantwortung zu übernehmen, das auch zu wollen, unternehmerisch denkt und handelt und damit für sich das Ziel hat, die Organisation weiterzubringen. Drum reden, falls Sie das irritiert hat, sehr viele junge Unternehmen vom Purpose, vom Why einer Organisation. Das müssen Sie nämlich dann ziemlich gut erklären. Was dem ein oder anderen Unternehmen nicht so leicht fällt. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Und das müssen Sie im Unternehmen etablieren. Und meine Langfristvision, um Sie endgültig zu irritieren, ich glaube, wir brauchen diese klassische Führung in 10, 15 Jahren überhaupt nicht mehr. Weil die Jungen wollen autonom arbeiten. Wir müssen nur Systeme schaffen, die das so gut unterstützen, dass wir verstehen, was tun die da eigentlich, machen sie es halbwegs im Sinn des Unternehmens, geht das in die richtige Richtung, können wir sie richtig unterstützen. Vielleicht müssen wir sie durch Feedback-Systeme auch irgendwie in Zaum halten. Halt schon wieder ein bisschen eine Angstkomponente, ja. Und dann läuft das. Aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie das im Detail funktioniert, nur so als Vision, wohin die Reise gehen könnte. Habemus fertig.